Der dicke Peter hat im Mai sein 100-jähriges Jubiläum und anlässlich des Jubiläums sollte sie gereinigt werden, weil die Oberfläche verschmutzt war mit Taubenkot und sonstigen Verschmutzungen, die sich im Laufe der Zeit einfach ablagern. Wir reinigen sie sanft, indem wir nur mit Wasser, ohne Tensid und ohne chemische Reinigungsmittel, diese Verschmutzungen mit Hilfe von sanften Messingbürstchen oder Kunststoffbürsten entfernen. Deswegen nur mit warmem Wasser, weil alles, was man an Chemikalie und Seife oder Tensid auf die Oberfläche bringt, muss anschließend wieder runtergenommen werden, weil das auch wieder schädigende Wirkung ausüben kann. Wir reinigen immer mit Bedacht auf den Erhalt der Patina. Das heißt, dieses Bild, wie man es kennt vom dicken Peter, diese grün-schwarze Oberfläche, die ja als Edelpatina bezeichnet wird, beziehungsweise auch noch eine gewisse Schutzwirkung ausübt, die bleibt erhalten und in keinster Weise wird die beschädigt. Wir sind ein Team von 3 Leuten und ich schätze, wir brauchen 1 bis 2 Wochen, bis wir sämtliche Verschmutzungen abgenommen haben. Der untere glatte Teil, die Reinigung, wird sich wesentlich einfacher gestalten. Im oberen Teil, wo Reliefs und Darstellungen sind, wird aufgrund eben der unregelmäßigen Oberfläche, wird es etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Damit wir wirklich in alle Winkel, wir müssen ja in alle Winkel und alle Ecken hinein, um den Taubenkot zu entfernen.